Guck mal, da vorne hackt einer. Blöde. Bäume. Hallo, Hardy. Hallo. Oh, Jay ist da? Ja. Oh, nice. Zwei war gut. Peter, wie viele Fälle hast du? Kannst du gleich mal gucken? Ja. Hast du die Close und Sau mitgenommen? 20 Hide habe ich. Ja, ich habe auch Close mitgenommen. Na, wir haben im Endeffekt alles. Ach, geschafft, ey. Was ein Glück, ey. Cool. 20 Hide hast du? Ja. Cool, wir brauchen noch 2 Hide, dann können wir ein Bett bauen. Cool. Geil, ich habe noch einen Hide dabei. Ja, dann müssen wir noch irgendwas hier auf der Insel bestimmt irgendwas, was wir töten können. Ja, hier ist ehrlich gesagt nicht allzu viel. Ah, scheiße. Ich pack den Shit erstmal in eine Truhe. Genau, das ist immer gut. Oh, generell alles, was auf 2 Beinen läuft, ist potenziell gefährlich, ne? Ja, außer dass was aussieht wie vielleicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass ihr die, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das was schwimmt. Ich glaube auf jeden Fall, dass die, ja, würde ich sagen. Und das was schwimmt. Also auch Schildkröten, die sind die bösesten. Echt? Nein. Auf jeden Fall, die sind Ultra-Shit. Aber die haben auf jeden Fall viel Leben. Peter, dann tu mal in die erste Truhe hier die Hide rein. Ich habe gerade Doppelklick auf den Hide. Ich wollte hier. Hä? Ich wollte so ein Sleeping Bag in die Truhe tun, dann habe ich da Doppelklick drauf gemacht und jetzt ist das mein Inventar verschwunden. Ach, die eine ist voll. Scheiße. Ja, Kiste, okay. Ist das voll schon? Wo ist denn jetzt der Sleeping Bag hin? Ist ja weiter Strahl weg. Ich habe hier gerade Kohle weggeworfen. Kohle ist nämlich ziemlich unnötig. Und Steine und Holz sollte man auch nicht in Truhen machen, weil das ist voll schwer. Oh, nice. 220 Thatches, das sollte erstmal reichen. 20 Hides sind in der hinteren Truhe, Sepp. Das ist schon mal gut. Ich weiß jetzt nur gerade echt nicht, wo der Sleeping Bag hin ist. Ob ich das schaffe, da reinzuspringen. Das ist egal, den brauchen wir nicht, Peter. Wenn wir ein Bett haben, dann brauchen wir kein Sleeping Bag. Okay. Wir brauchen jetzt nur noch 2 Hide. Okay. Oh, nice. Lass mal gucken, ob wir was finden hier. Geil. Nicht irgendein Tier auf dieser fucking Mongo-Insel? Der ist, ich sehe die Insel. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Boah, ich bin overheated. Oh. Wie kommt man denn auf das grüne Ding eigentlich drauf? Den grünen Turm siehst du aber quasi über die ganze Map, oder nicht? Welches grüne Ding meinst du? Turm. Hier da drunter, den Turm. Ihr könnt es ja schlecht über die ganze Map sehen. Guck dir mal, wie groß die ist. Du musst auf die andere Seite gehen und da kannst du dann hoch. Ja, aber ich meine, aber zumindest wenn wir da mal in die Richtung gehen, gespawnt. Da müsste was sein, oder? Da sind keine Tiere. Ja, aber da vorne auf dem Strand, auf der anderen Seite. Hier. Ja, das kann sein. Ja. Ist Wasser safe? Wasser sieht gut aus. Ja. Oh, der Jay ist da. Oh, guck mal. Hab ich ganz ja gesagt. Jay, sind da irgendwo Tiere, die wir killen können? Nö, außer Hardy nichts. Ah, lass nee. Hardy töten, den können wir auch häuten. Nein. Hardy, hast du noch Hide? Nee. Ich bin völlig überladen mit Thatches. Kann die nicht einfach so ein Fischblatt machen? Stimmt. Nee, Fisch macht nur Fleisch, meine ich. Also ich. Du kriegst übrigens mehr Thatches, Hardy, wenn du das mit der Pickaxe machst. Ja, mit weiß der Stein. Ich. Nee, okay. Die können wir nicht machen. Der ist zu stark. Der Stachel. Ich meine nicht die großen, ich meine die kleinen Zweibeiner da. Wo? Hier laufen noch kleine Zweibeiner rum. Was ist das? Ach, der Dodo. Peter, das ist dann Tilo, ne? Dilo. Okay, was heißt das? Kann man schneller schwimmen? Der Dilo. Einen können wir vielleicht schaffen, ja. Zwei aber auch. Also vorhin wurden wir von 4 platt gemacht, halt. Das war ein bisschen Arsch. Da kommt irgend so ein Vieh auf mich zu. Ist das böse, Sepp? Das Schwein. Ja. Das Schwein ist nicht böse. Das Schwein, das rennt sogar weg, wenn das Haus. Okay, alles klar. Also machen wir den Dilo. Ja, können wir versuchen, ja. Okay, am Anfang ein bisschen versuchen auszuweichen, weil er versucht, dich anzuspucken. Hat er neben gespuckt? Hat er neben gespuckt, gut, dann können wir machen. Schön. Nice. Jawohl, Einheit, Zweiheit, jawohl, Dreiheit. Das reicht doch schon. Alles klar, dann zurück. Da können wir nämlich ein Bett bauen. Irgendwie wird es gerade ganz schön neblig, oder? Ja, es gibt auch neblige Tage. Das ist ein bisschen ätzend, weil dann ist ja echt gar nichts. Obwohl Tag ist. Ja, ich merk schon. So, was brauchen wir noch? Warte mal, ich guck mal eben gerade. Wir brauchen noch Fiber, Thatch und Wood. Wir sollten noch ein bisschen Wood mitnehmen. Thatch. Hardy hat doch von dem Shit ohne Ende. Ja, aber bring trotzdem mal mit. Also, wenn du findest, kannst du mal mitbringen. Roofs muss ich jetzt machen. Und da ist noch einiges an Wood in den Kisten.
Läuft. Ich dachte gerade, ich werde hier angegriffen, ey. Ja, aber man muss ein bisschen gucken, das leckt ein bisschen und dann kriegst du halt mal schnell einen Hit mit. Ach scheiße, mein Inventar hat voll. Okay. Boah, Peter hat voll gekackt, oder war ich das? Ich hab nicht gekackt. Ich dachte wahrscheinlich. So, ich brauche jetzt noch Thatch und Fiber. Thatch habe ich mittlerweile ganz schön viel. Ja, dann gib mir mal einfach. Dann baue ich das direkt schon mal. Dann ist das schon mal, dann haben wir das schon mal alles safe. Thatch mal eben easy peasy 92. Fiber gut. 83. Das zack. Reicht. Holz habe ich nicht genug. Jawohl! Craft Item! Ich muss noch mal erwähnen, dass das Bett leider auch manchmal ein bisschen buggy ist und das nicht funktioniert. Cool. So in 80% der Fällen funktioniert das. Nice. Hört sich gut an. Aber besser als gar nichts, ne? Ja, richtig. Ich weiß ja, wie es ist und ob sie es dann noch ein bisschen patchen, aber ich hatte es halt schon häufiger, dann hat es auch nicht funktioniert. Weil du kriegst dann nämlich auf der Karte, kriegst du dann das Bett angezeigt und das kannst dann quasi anklicken und da spawnen. Du kannst auch random spawnen, wenn du möchtest, aber du kannst halt auch das Bett anklicken. Kann man seine kaputten Werkzeuge reparieren? Ja, kann man. Im Inventar. Einfach drauf. Shit, hab ich mir ein neues Werkzeug gekauft. Ja, das ist auch deutlich günstiger, wenn du Sachen reparierst. So, ich baue uns mal hier ein Bett hin. Wo habt ihr denn die Sachen hingetan, die ihr mitgenommen habt? Den größten Teil habe ich in die hintere Truhe getan. Ja. So, ich werd mal kann ich das im Inventar machen? Ich habe hier die kaputte Stone Pick und jetzt muss ich damit was machen? Jetzt steht da unten Repair Item, unter Use Item. Dort anklicken und dann... Wird bei mir leider nicht... dann muss das aber kaputt sein, Peter. Also hier ist kaputt. Sein. Utilities habt ihr da nicht gefunden. Achso, es fehlt mehr Thatch. Was gefunden? Hier so Hatchet und... Achso, ich glaube, die habe ich. Mal bauen, oder? Warte, ich glaube, die habe ich, Christian, warte. Hier, Stone Hatchet, eine Torch habe ich und deine Stone Pick. Danke. Und deine Schuhe habe ich auch. Oh, nice. Wenn das deine sind, weil dein oder Bram. Ich weiß nicht. Ich habe schon welche. Okay. Sepp, könntest du mir nochmal 3 Thatches geben oder sowas? Oder wie viel brauche ich? Ja, kann 3. Ich. Hier, bitteschön. Wie kann ich denn einzelne, wie kann ich denn Sachen in die Kisten legen? Also einzeln. Doppelklick drauf. Doppelklick. Dann tut er das bei mir ins Inventar. Also unten in die Leiste rein. Prosator, brauchst du noch eine Stone Pickaxe? Fast nee. Travel, drop items. Okay. Ja, du kannst dann auch fast traveln und dann verlierst du oder dann lässt du alle Items da. Okay, aber ich will nicht fast traveln, ich will, dass ich hier spawne. Ah, da war der Sleeping Bag. Nee, du spawnst theoretisch, wenn du da auf das Bett gehst und die Karte hast, dann müsstest du eigentlich auf der Karte unten links so ein kleines Bett angezeigt kriegen. Und die Karte rufe ich einfach mit M auf, oder? Nee, wenn du in das Bett dran gehst. Mit E. Ich habe auch ein paar Seeds. Mit E. Achso, und dann drücke ich Fast Travel. Nee. Die Location, die du angezeigt hast. Die Location, die auf der Karte angezeigt wird, müsste unten links ein Bett sein. Nee, das ist bei mir so ein komischer Fall. Okay. Ich werde bei mir auf der Karte gar nicht angezeigt. Mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Kann sein, dass das Bett nicht nur für den einen ist. Nee, steht Owner Tribe of Sexy Schlampe. Ja, das ist für uns alle. Wie gesagt, das klappt halt nur nicht unbedingt immer. Ja, ist ja nicht so schlimm. Du könntest ja mal eben ausprobieren. Wer erklärt dich bereit? Nie wieder hier spawnen. Es gibt ja keine Auslogzeit, fällt mir ein, wa? Nee. Also, du solltest dich aber in der Hütte dann ausloggen, ne? Christian ist gerade hier vor mir umgefallen. Ich bin. Alter, das ist voll hell hier unter dem grünen Strahlding. Du bist gespawnt? Nee, ich bin. Ich hab mich ausgeloggt. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich mich wieder einlogge. Okay. Dann stehst du halt da einfach nur auf. Das sah nämlich ganz schön witzig aus, wie dein Typ einfach mal umgekippt ist und. Ja, der faltet sich so zusammen. Ja, richtig. So ein Transformers. Hat er sich wieder aufgeblasen? Lol, ach krass. Schon da ernsthaft? Bei mir hat er jetzt angefangen zu laden. Ey, liebe Leute, ich hätte mal was richtig geil. Habt ihr schon mal in den Turm reingeguckt, in den grünen?
wie in den Turm reingeguckt. Da ist so ein Schrein halt in der Mitte, wo der Laser halt rumgeht. Ja, da waren wir schon. Hast du da mal reingeguckt? Nee. Du kannst. Da waren immer böse Dinos drin. Du kannst, da ist ein Stein drin. Du kannst dort eine Brutmutter beschwören. Dafür brauchst du Zutaten. Du brauchst irgendwie Artefakte von einem Skylord, von irgendwelchen geilen Ultra-Viechern und dann kannst du den Ultra-Boss hier beschwören. Geil, das ist quasi wie Terraria 3D. Das ist ja sozusagen. Krass, ja. Ey. Nur, dass du hier auf Dinos reiten kannst. Tyrannosaurus-Arm. Und es ist keine Jetpacks. Ein anderes Setting, aber ich meine, Spielprinzip Terraria in 3D. Also, du brauchst schon mal 4 T-Rex-Ärme. Brauchst du dafür schon mal. Das sind noch die harmlosen Sachen. ich hab jetzt, pass auf, krass. Wenn ich das Fast-Travel-Ding anwähle und die Map kommt, sehe ich nichts, ja. Wenn ich den Schlafsack, der dahinter ist, von Eumel, wer auch immer das ist, angehe, dann sehe ich das Bett. Ja, dann ist doch schon mal gut. Solange dann siehst du das Bett wahrscheinlich nicht, weil das ist, von dem du dich wegtraveln willst. Das könnte sein. Aber solange du das siehst, da ist schon ziemlich geil. Aber das heißt, wie soll man sich denn dann dahin teleportieren, wenn man kein anderes Bett hat, vom Spawn zum Beispiel? Nee, das geht, also du kannst halt nur von Bett zu Bett dich teleportieren. Wenn du tot bist, sollst du im besten Fall direkt da spawnen können. Dann kannst du das Bett auf der Karte anklicken und dann kannst du sagen, yo, spawn da. Ah, okay, cool. Statt West Coast. Dann bist du halt direkt, dann wachst du halt im Bett auf. Access Inventory. Ja, geh mal rein, dann siehst du mal, also, was die Blutmutter braucht. Muss ich jetzt irgendwas mit dem Bett noch machen, außer einfach nur E drücken? Ja. Nee. Ich hab mir einfach ausgedacht. Theoretisch bräuchtest du nicht mal was machen. Ne, richtig, das ist ja automatisch jetzt so ein Tribe-Bett, das ist ja für Tribe, das ist von unserem Stamm. Also. Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, logge ich mich auf jeden Fall jetzt aus. Ja, ich auch. Ja, dann komme ich auch mal wieder in die Hütte. Ja, und dann müssen wir mal ein bisschen zurückgehen, ne? Aber wo waren das denn? So, in der Hütte. Alles klar. Da blauen wir noch ein Stück Bram, ne? Idioten. Ne. Bist du ins Wasser gesprungen? Versuchen. Wie hast du das gemacht? Ich bin von der Klippe ins Wasser gesprungen. Zauberer! Ist das nicht so weit bis zur Küste? So, und jetzt bin ich was da. Hat Hardy denn alles in seinem Inventar? 15 Wood, aha. Ja, jetzt kannst du theoretisch halt deine Kollegas auch bestealen, wenn du Bock hast. Geil, jetzt den Speer auspacken. So. Und Hardy penetrieren. Ab in die Hütte. Sieht das behindert aus. Die Leute sind ja eh tot. Da mal geil. Boah, erstmal Hardy woanders hinziehen. Na, schmeiß ihn vor dem Konto. Hardy ist gerade weggebuggt. Nee, du hast ihn noch in der Hand bei mir. Keinen Scheiß an meiner Leiche machen. Na, Jay schändet dich gerade. Du bist unconscious. Jay schändet dich gerade einfach mal hart. Komm, Hardy. Put, komm in den Spit. Hey. So. Komm. Jetzt zusammen ins Bettchen. Machen jetzt halt Nachti-Nachti. Komm. Wir machen jetzt Nacht zusammen jetzt schlafen. Ja. Alles klar. Du kannst dich auch hinlegen, Jay. Leg dich hin auf C. Nee, auf C. Y? Auf X. Cancel. So. Das war so klar, weißt du? Erstmal Leichen schinden. Ja. Weißt du auch von wem? Von dem guten alten Jay. Aber Jay kriegt dann irgendwie nicht gebacken. Ja, Jay ist der Five-Wert, der Hardy in der Hand hat. Ich halte den halt immer noch fest. Was ist mal los? Jay kann halt nicht los. Jetzt liegt er im Bett drin. Oh, jetzt zappelt er ein bisschen mit der anderen Leiche hier. Jetzt sieht das bescheuert aus. Die kann ich nochmal kacken? Ach, auf sowas stehst du, auf Z. War ja klar, dass Jay auf sowas steht. Nein. Kann ich kacken. Na gut. So, ich schlaf jetzt auch. Ich schlafe jetzt auch. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss. Tschüss. Ladies and Gentlemen, wir sind zurück. Ne, Moment. Ich sage eigentlich immer Ladies and Gentlemen. Hallo und herzlich willkommen zurück. So, zu ARK Survival Evolved. Mit allen außer Bram. Ja, wie verdruckt bist du gerade, ey? Was ist los mit dir? Ich hatte gerade mega aufstoßen und keine Ahnung, ich habe immer noch das GIF im Kopf und dein Haul-Video und alles. Außerdem beobachte ich gerade das Feuer hier, was, wenn du da lange genug reinguckst, dann wirst du ein bisschen matschig in der Birne. Das ist so ein bisschen, eigentlich kannst du deinen Bildschirm so hinstellen, dann hast du so ein Kaminfeuer fürs Wohnzimmer, ne? Ja, das Problem ist, dass du halt ertrinkst. Oh, dann ist das Feuer aus.
Boah, Peter, du hast zu lange angestarrt. Jetzt fühlt sich ey, ich hab Medium-Dinosaurier-Scheiße. Ja, geil. Mann, geil. Jay ist der Pflanzenbeauftragte, oder was? Also, der Bram kann an dieser Aufnahmesession leider nicht teilnehmen, der ist krank. Aber er hat gesagt, wir können auch so zocken. Wo kriegt man in diesem Game denn was zu fressen her? Diesen was? Entweder du tötest Tiere oder halt Bären fressen, indem du... Was brauchst du? Was zu fressen. Sträucher. Sträucher, genau. Farm. Sträucher mit E. Und so, ich bin Level gestiegen. Soll ich... Oh, nice. Wir wollen uns da absprechen. Hat irgendjemand schon Mortar und Pestel gelernt? Weil das könnte ich lernen. Ich glaube noch nicht, weil wir auch noch keinen haben. Boah, ich bin im Spiel. Hör mal geil. Oh, nice, Christian. Wo kann ich das nochmal angucken? Da, Engram. Mortar und Pestel? Da wird er nicht irgendwie sogar... Ne, hab ich nicht. Ich hab den Fiomia-Saddle und das Narkotik noch genommen. Okay. Narkotik ist schon mal ganz gut, dafür brauchen wir halt leider nur den Mortar. Okay, dann lerne ich jetzt Mortar. Den Mörser. Und Sparkpowder kannst du auch direkt... Peter und unser Miraculix. Ne, dafür fehlt mir ein Punkt. Achso, okay. Craftables. Ne, dann ist schon mal der Mortar ganz gut. Was brauche ich denn für den hässlichen Mortar? Ich bin blind, Alter. Stone, alles klar. Ich kann durch die Welt gucken. Na, das kann man manchmal auch machen. Cheater. Ja. Manchmal fällst du auch durch die Welt und dann fällst du ins Nirvana und denkst, du bist tot. Gerade so 3 Frames. Also, Sepp ist ja gerade der Profi. Was machen wir denn jetzt? Also, ich hätte vorgeschlagen, weil wir hier echt ein bisschen läppsch auf der kleinen Halbinsel. Also, wir haben uns ja hier mal gefunden. Jetzt haben wir so eine Hauptbase, wo wir spawnen können. Das ist schon mal ganz gut. Leute. Für einen Anfang. Ich falle gerade. Oh, ja, tatsächlich. Hallo, sexy Schlampe. Oh nein, Christian, du bist irgendwo reingefallen, wo man fallen kann. Komm mit, Bram. Nee. Ich bin nur den Berg runtergefallen, weil ich den Berg lang gehüpft bin. Und dann bist du durch den Berg geglitscht. Oh, lol. Nee, ich bin einfach am Rand runtergefallen. Wo hab ich den hingedragt? Aber du fällst nicht durch die Welt wie außerhalb des Spiels. Nee. Okay, ich brauch Stein. Ist okay, weil das, ich hab Bram verloren. Lol. Ich muss mal die Grafik runterstellen. Ich hab doch Bram hier gerade noch hingezogen. Die Einstellung im Menü mit GTX 970 ist voll, glaube ich, mit Items. Gelogen. Peter ist nämlich voll Slow Motion unterwegs. Ja, man braucht ja 65 Stein für so einen hässlichen Mörser. Ja, das stimmt. Ich hab... Oh, ich hab der Stein ist doch noch in der Truhe. Peter. Ja, die aus der Truhe habe ich schon geholt. Hier, guck mal, Peter. Oh. Oh, guck mal. Aber jetzt mal ohne Spaß, ich hab Bram verloren. Bram ist weg. Hast du jetzt Bram ich hab gerade Bram gedragt, bin hier einmal hochgesprungen auf den Felsen und dann war der weg. Hammer. Hast du gerade Bram ins Nirvana geschmissen? Wer ist ja durch die Welt gefallen. Hoch. Oh, und 15 Height brauche ich auch. Oh Gott, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. 15 Height? Ja, das ist aber kein Problem. Moment, ich muss nur mal wieder gerade was wegwerfen. Ich hab auch noch 7 Height. Aber bau den mal, also du kannst den schon ups, mal craften. Jetzt habe ich alle Items von mir gedroppt. Ups. Ja, dann nimm alle Items kaputt, mal schnell wieder auf. Und sonst, ist schlecht. Ich lasse aber Wood hier liegen, damit ich mich wenigstens bewegen kann, ja? Kannst du ja aufsammeln. Okay, was kannst du machen? Wie kann denn zum Geier die Performance zu dem letzten Mal, wo wir aufgenommen haben, schlechter geworden sein? Tatsächlich hat sich bei mir null geändert. Ich habe meine, also, knapp 30 Frames. Ich habe Medium gestellt. Ja genau, und da komme ich vielleicht dran in guten Zeiten, wenn ich auf den Boden gucke. Also ich habe alles auf High und ich habe 30 Frames. Alter, selbst sollte ab jetzt aufnehmen. Ja, bei der Aufnahme habe ich aber auch 30 Frames, also. Nee, ich habe sogar alles beneide auf High. Ich euch, warte, ich habe alles auf High. Ich habe das ja einmal kurz im Stream auf Low gezeigt. Mit 15 FPS. Auf Low geht das Ding halt echt so null. So, Mortar habe ich jetzt Medium gebastelt. Kann ich nicht spielen. Hast du gerade irgendwelche anderen Prozesse im Hintergrund laufen, eventuell? Ja, TeamSpeak. Abgesehen von TeamSpeak. Aye. Audacity. Okay, wieso hast du Audacity laufen? Das brauchst du nicht. Damit mein Mikro lauter wird. Ach so. Brauch ich, Peter. Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch mal eben kurz die Einstellungen vergleichen, Christian. Gerne. Also ich spiele schon mal im Fenstermodus, weil Fullscreen geht bei mir nicht. Okay, vielleicht ist das normalerweise der müsste, allein normalerweise ist das bei Spielen nicht normalerweise so, das Fenster. Das ist eigentlich immer andersrum, aber das ist bei mir geht voll nicht, bei mir geht nur Windowed. Aber damit geht es wenigstens. Und dann habe ich Voreinstellung einfach Medium genommen. Und dann habe ich Voreinstellung High. Ja, kannst du vergessen.
Oder warte mal, mach mal Resolution Scale so auf 3/4. Ach so, du hast die runtergestellt. Ja gut, das ist krass. Und alles andere auf High und View Distance habe ich auf Epic. Das heißt, wenn du bei dem Reiter von Graphics Quality auf High gehst, dann setzt du den Resolution Scale weiter runter. Nee, ich möchte jetzt nicht auf High klicken. Ich weiß nicht, was dann passiert. Sonst, bei mir läuft es gerade. Ja, weil wenn du die Resolution Scale runterstellst, dann brauchst du ja auch so einen Käse wie Anti-Aliasing und so weiter nichts. Da bringt dir ja eh nichts. Wenn du quasi auf 800x600 spielst, dann brauchst du kein Anti-Aliasing. Alles gut, dann mach ich das aus. Aber probier das doch mal aus mit auf 3/4. Ja, klar wird das dann und besser. Und Sky Quality auf 1/4 und die Häkchen weg. Die Häkchen weg bei Film, Grain und Dynamic Tesla. Ey, Sepp, kämpfe ich mit einer Axt oder mit einer Steinpick-Axt? Das am ist egal. Okay. Ja. Mit einem Speer, wo ist Hardy eigentlich? Bären sammeln. Okay. Weil ich sterbe nämlich vor Hunger. Ich hätte dir was geben können, Junge. Wortwörtlich. Nee, hier stehen genug Büsche rum. Hast du das mit den Pfeilen, mit den Häkchen auch, Christian? Ich glaube, das macht auch viel aus. Eigentlich müssten die ja Baumwolle und haben, Hardy, damit und du das schön pflückst. Unten hast du Häkchen, Filmgrain und nee, eine Plantage für dich anlegen, da kannst du ein bisschen picken gehen. Du kleiner Kotten. Du hast doch 8 Hände, oder nicht? Du bist doch gerade der Beste. Nur das gekräuselte. Ja. Filmgrain macht, glaube ich, ist eigentlich scheißegal. Tessellation habe ich auch aus. Also ich habe eigentlich... Sonst? Habe ich Screen Space Ambient Occlusion. Ja gut, dann mache ich das auch mal aus. Ich habe die anderen habe ich auch. Mach einfach alle aus, so, für dich. Bombs. Krass, jetzt habe ich bestimmt 60 Frames. Kannst du es denn auch spielen von der Optik her? Nee. Das Gras ist der Shit. Warte, ich sammle hier gerade mal ein paar Pixel auf. Ich muss da noch ein bisschen dran rumtweaken. Das macht das doch. Macht ihr mal. Sammelt mal meine Affen. Ja, also ich hätte Sepp gesagt, wir würden mal umziehen, weil wir halt hier nicht wirklich Ach. Resources haben. Ach, guck mal an! Was? Nee, wir bleiben erstmal hier auf der Insel, ist doch voll nice. Wer hat das gesagt? Ich hab das gesagt. Peter hat das gesagt. Ja, aber Peter, ey. Ja, Jay hat das auch Peter, gesagt. Peter, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Das stimmt überhaupt nicht, ich wurde doch schon immer abgehauen. Na, aber du kannst halt, Fortschritt ist halt, ne, muss voranschreiten, nicht stehen bleiben. Wir brauchen Kraft. Ja, wir brauchen Kraft und Bäume, ja, wie und machen wir das denn am Kraft. Besten? Ach, ich fühle mich einfach damit ab, dass das Spiel wir machen das wie immer. Wir werden wie Heuschrecken über die Welt flügen und alles vernichten. Genau. Ja, das also wird wir sicher jetzt, funktionieren. Guck mal, wir werden jetzt einfach mal... Alter, kann man die Sonne irgendwie ausmachen? Oh, du bist ein Slow-Mo-Renner, Hardy. Ne? Guck mal, wir gehen mal erstmal alle zum Haus. Ich bin beim Haus. Die Bären. Hardy guckt sich gerade auf den Arm. Und dann starten wir alle zusammen. Ja, wir müssen ja auch die Sachen aus den Kisten mitnehmen, oder? Ja, das stimmt. Außer, ja gut, wenn da was Wichtiges dran ist. Ich weiß nicht, ob wir... Bei mir spoilt die ganze Zeit mein Futter. Das ist richtig behindert. Ich sollte mal essen. Mir ist kalt. Mama, mir ist kalt. Ey, was heißt das, wenn da gerade so das Steak nach oben zeigt? Heißt das, das wechselt? Ja, das heißt, du kriegst gerade Essen wieder dazu. Nice.